begleitet mich zu meinem letzten Halloween-Tag in Disneyland Paris. Ach, Freunde, der letzte Tag dieser Reise hat gestartet und wir haben noch ein paar Dinge heute vor, möchten Muttergott-Leute treffen. Wir machen Nina glücklich und gehen ins Plaza Gardens heute essen und dann, ja, mal sehen. Aber erstmal sagen wir dem Chef höchstpersönlich Hallo. Es ist Zeit fürs Frühstück. Wir gehen heute ins Market House Delhi. Die Mädels wollen wieder Halloween-Snacks. Es gibt einen Donut und Macaron. Ich weiß nicht, wie es heißt. Macaron. Wollen sich die Mädels holen. Ja, ich zeig's euch mal von außen, was es da gibt. Hier diese zwei Sachen. Mir sagt jetzt beides nicht so wirklich zu. Aber der Wunsch ist mir natürlich Befehl. Hier seht ihr einmal den Donut von Simone, Haselnussfüllung. Und das hier ist Strawberry Minze. Wird spannend, könnte auch so ein Cocktail sein. Gibt's ja. Aber vom Design ist es mega. Ja, optisch sieht es richtig gut aus. Und Nina und ich teilen uns einen Croque Monsieur und jeder hat noch ein Heißgetränk. Guten! Wir haben jetzt super lecker gegessen und Leute, was ich euch sagen muss, normalerweise gibt es ja den Grog erst ab 11 oder 11.30 sogar, ab 11. Es hat mich, ich war schon so, oh, wir gehen ins Market House Delhi und ich krieg keinen Grog. Aber dann war der da gestanden und ich bin happy. Warum, wieso, weshalb? Es steht auch nicht mal diese Begrenzung dran, weil normal stand auf der Tafel ja immer... Doch, stand oben. Stand oben, aber das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Aber Simone hat es gesehen, dass doch noch diese Zeitangabe stand. Aber sie haben ihn gehabt. Ich war happy, vielleicht weil auch so viel los ist aktuell. Weil es ist ja schon wirklich extrem viel los, finde ich. Halt viel aus Deutschland. Ja, viele Deutsche sind halt hier und die Deutschen wollen deftiges Frühstück haben. Wir wollen nicht süß essen. Und eventuell könnte das der Grund sein. Ja, aber es war lecker und auch der Strawberry Minz Macaron, der war sehr gut. Ich habe ihn getestet. Also erstaunlich lecker, obwohl sich das sehr außerirdisch angehört hat, finde ich. War lecker. Und der Donut hat auch eine gute Bewertung bekommen. Es gibt auch einen Halloween-Special bei den Scherenschnitten und es gibt neue Charaktere. Und guck mal, die Leute haben sich richtig ausgetobt. Man kann sich auch im Captain America-Suit ablichten lassen. Man kann den Rahmen verzieren lassen. Man kann einen Kürbis drauf machen lassen. Ein Geist, also mega, mega cool. Die haben das richtig cool erweitert. Und hier der Hund mit dem Hexenhut. Wie süß ist das bitte? Hier haben wir, ist das eine Mischung aus Belle, Beast und irgendeiner Frau. Auf jeden Fall da oben, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Moment, hier. Da seht ihr das? Da ist ein Teufel und ein Skelett. Für mich als FTK-Liebhaber wäre der Teufel doch super, oder? Also ich finde es richtig cool. Diese Halloween-Erneuerung und generell die Erneuerung, die es jetzt hier gibt. Wenn ihr durchs Fantasyland lauft, dann solltet ihr auf jeden Fall die Augen aufhalten, denn hier tummelt sich Böses. Die Bösewichte schleichen hier rum. Von der bösen Königin bis hin zu Maleficent könnt ihr hier alle treffen. Hallo. Es kommen ja seit einiger Zeit schon immer mehr Magic Shots, auch ins Disneyland Paris. Und zur Halloween-Saison gibt es dafür natürlich ganz besondere. Zum Beispiel kann man aktuell die Grinsekatze treffen. Das direkt gegenüber von Casey's Juniors. Der Magic Shot ist nur am Vormittag da, weil nachmittags kommt dann die Grinsekatze in Real Life hier zu treffen.
Auf jeden Fall, wenn ihr darauf Lust habt, haltet überall mal die Augen auf. Ihr seht das immer, wenn an diesen Schirmen so ein Kasten ist. Ich drehe euch mal und so. Und hier dieser Fotopass-Aufsteller mit dem Bild zeigt euch dann, hier ist ein Magic Shot. Bei Magic Shot haben wir gerade wirklich den coolsten Cast-Member überhaupt. Der hat uns so viele Komplimente gemacht, hat gesagt, meine Arbeit ist so viel leichter, wenn die Leute wissen, wie sie posieren müssen. Und er keine Anweisung geben muss, weil wir wussten ja schon, da oben in die Ecke schauen, in die Ecke zeigen und. Der war richtig süß. Aber Leute, also laut Namensschild hieß der Gaylord. Ist das wirklich ein offiziell anerkannter Name? Nee, ich glaube, der war Spanier, glaube ich. Hat der Spaß gemacht auf seiner Karte oder ist es echt? Kann mir das jemand sagen? Guck mal, hier ist wieder The Evil Queen. Ich finde die Stimmung aktuell im Park irgendwie richtig, richtig gut. Das macht Spaß, wenn die Charaktere so rumlaufen. Ich mag das. Ach ja, was uns der nette Cast-Member auch noch gesagt hat, wir sollen unbedingt noch den Magic Shot mit Oogie Boogie machen. Wir dürfen den nicht verpassen. Und deshalb gehen wir jetzt noch dorthin, bevor wir Kuchen essen gehen. Wir gehen mal wieder was essen. Wir müssen Snacks probieren, Leute. Let's go. I'm good. I'm Alex. Hi, Alex. I'm Alex. Oh. He's Alex. I'm Bill. Sorry. Hi. Can I have an autograph? Of course you can. Oh, look at the girls. Wow, the girl. Oh, hi there. She's amazing. I love your outfit. Oh, thank you so much. Have you ever thought about having the a little bit of black? Everything. Oh, it is. You're so right, Alex. The colour, the strawberry. Oh, you're having a vision. I have a vision. He has a vision. Ladies, he has a vision. Okay. What is the vision? Tell us. Oh, he's got it. Oh, no, we can't tell you. We have to only tell Cruella. That's the profession and secret. You're so right, Alex. But where is Cruella? Thank you. We will try to find her and then tell you. Yeah. And we got some puppies at home. Thank you. Oh, amazing. Would you guys like to have a picture with us? Yes, of course, please. Thank you. Wie süß waren die bitte? Das war ja, oh, herrlich. Richtig, richtig süß, die zwei. Mega. Also, ihr müsst unbedingt die Augen hier aufhalten. Ich finde gerade Anaheim-Vibes. So cool hier. Mega, mega. Hello, Harry. Well, if you want, we have some dogs for you. You have some dogs. Puppies. I love dogs. I know. Oh yes. Maybe we can go on a little dog. Thank you. Thank you so much. Yes, my dog. Es geht weiter mit den Halloween Snacks. Wir sitzen in Victoria's und hier gibt es zwei verschiedene Kuchen, würde ich jetzt mal sagen. Also dieses Jack Skellington ist schon riesig. Also das ist nicht nur eine Praline. Werden wir uns beides holen und teilen. Ich hatte erst, fand ich auf den Bildern, die Spinne irgendwie gar nicht so appetitlich. Aber als ich auf dem Event am Donnerstag war, hat mich dann doch sehr angesprochen. Und mal gucken, was ich mir noch zu trinken holen werde. Hier seht ihr jetzt die beiden Kuchen. Hier haben wir einmal die Spinne und einmal Jack. Also ich finde, das ist jetzt nicht nur eine Praline. Wenn man sich die beiden holt, dann kann man die gut teilen. Wie sie schmecken, da kommen wir gleich dazu. Aber optisch gefällt es mir in Real Life auf jeden Fall besser als auf den Bildern. Guten! Let's try, check. Weiße Schokolade, Vanille, Praline. Das ist Pralinenkeks. Sieht sehr interessant aus. Probieren wir mal das Pralinenholz. Das ist genau meins. Das ist saugut. Mhm. Ja, das Pralinenholz ist mega lecker.
Super gut. Ja, richtig, richtig gut. Das heißt, das Karamell. Ja, also das ist einfach eine 10 von 10, finde ich. Für 6 Euro. Eine 5 von 6. Eine 5 von 6. Das ist sogar eine 7 von 5. Also das ist wirklich on top. Und auch die Vanille muss es nicht so süß. Weil halt weiter geht's. Und Leute, ich habe jetzt schon Angst, dass das nicht mal annähernd so gut schmeckt. Ich bin halt nicht so der Fruchtmensch. Und wenn, dann Erdbeeren und nicht Raspberries. Aber ich finde ihn nicht schlecht. Nee. Ist nicht schlecht, definitiv nicht. Das ist sehr lecker. Ich habe den schlechter gegessen. Ja. Aber das andere war halt noch besser. Das andere ist halt so an diesen mehr Schokolade. Windbeutel. Und das ist halt fruchtiger. Crispy Bode, den ich jetzt gerne habe. Windbeutel eher langweilig. Hier. Bei mir gibt es nur 7 von 10. Eine 7 von 10 gibt es von Brina. Und von dir? Bein mit Schokolade ist gut. Überleg noch. Gut gegessen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir beides gut geschmeckt. Ich bin aber einfach nicht so der Fan von fruchtigen Kuchen. Und für mich war der Check wirklich eine... Eine 10 von 10. Und ich habe auch gesagt, es muss jetzt einiges an Halloween-Snacks kommen. Noch. Um's. Ja, dass es einfach besser ist, in Anführungszeichen. Ein paar Desserts können wir ja noch probieren im Plaza Gardens später. Da gibt es 3 verschiedene Halloween-Desserts noch, die ich auf jeden Fall probieren möchte. Hi, darling. You look amazing. Thank you. Wir stehen jetzt hier an, wir möchten die geheimnisvolle Geschichte von Mutter Gortel uns anhören. Ist jetzt zur Halloween-Zeit neu hier. Hinterm Barbecue Cookout findet ihr die Area gegenüber vom Frontierland Theater. Und ich zeige es euch jetzt mal, hier gibt es einiges zu entdecken. Also hier vorne geradeaus ist dann die Experience. Hier könnt ihr habt ihr von M&M's so einen Bilderrahmen. Und hier werden auch nach der Experience M&M's verteilt. Ah, bonjour! Bonjour, mes chéris! Welcome, my lovely angels! Don't be shy, ne soyez pas timide. I know you're all here to witness the magnificence that is... Moi! Mother Gothel! Oh, please, hold your applause! Woo! Oh, I mean, really, hold it! Gardez vos applaudissements pour tout à l'heure. First, let me tell you a little story. Une histoire, mes chers amis. Pleine de magie, de jeunesse éternelle et bien sûr de... Moi! Car, à quoi bon vous raconter une histoire? You? Vous? You! And why? Tell me! Oh, vous restez en bonne santé! Ah, que c'est charmant! Qui d'autre veut rester jeune pour toujours et pour... Ja, von der Show hat mir persönlich jetzt nicht so gut gefallen, war halt abwechselnd. Englisch und Französisch. Ich fand auch die Location einfach blöd gewählt. Wenn man nicht ungefähr so 1,80 war, hat man da leider nichts gesehen. Aber das Bild am Schluss, das entstanden ist, das wurde echt richtig, richtig gut. Also das hat sich dafür gelohnt. Es werden aber auch nicht alle Leute ausgewählt dafür. Schade, leider. Man muss Glück haben. Minnie, you look fabulous. So cute. Thank you. Oh, Gaston. Oh, hi. Hello. How are you? Fine, and you? Very good. Where's Belle? No. You want the autograph with the best of the best in the universe? Yes. Come on. Wir sind jetzt hier an...
in dem Feenladen, hier gibt es ja aktuell die ganzen Cookies und so, da ja in der Main Street der Laden renoviert wird. Und guck mal da hoch. Die Feen, ich liebe das. Das sieht so süß aus. Was habe ich denn jetzt gedrückt? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Auf jeden Fall da hinten. Da seht ihr die Feen. Ja, und wir wollten eigentlich den Stitch Cookie holen für Sinan, weil er ja zu Hause ist. Aber er ist ausverkauft und ich ärgere mich so. Ich habe ihn weder vorhin gefilmt, noch ein Bild gemacht, noch sonst was. Simone, hast du ein Foto gemacht? Ich habe sie gefilmt im Handy. Kannst du mir einen Screenshot rausschneiden, dass ich es wenigstens hier zeigen kann, wie sie aussehen? Nochmal ganz kurz zu Gaston. Wir haben ja schon Bilder von ihm online gesehen und dachten, ja, nicht so gut getroffen. Aber die Interaktion mit ihm, also eine 10 von 10. Was ist heute los? So cool. Das macht... Nee, ich liebe das. Ich... Ja, also ihr könnt euch einfach mal Stunden nur hier im Fantasyland so am Schwert aufhalten und ihr habt eine geile Zeit. Mega, mega, richtig coole Stimmung. Macht Spaß. Also, und die sind in ihrer Rolle. Ich liebe das. Also wir haben ihm auch gesagt, er kann Belle vergessen und kann Nina. Kann sich Nina holen. Da ist Hook. Hello, Queen. Queen? Yes, my queen. I am you. Yes. I am an evil fan. Yes, and the I am. The mistress of my evil. You are my evil queen. Also, das war so cool. Eigentlich würden uns jetzt noch die Stiefschwestern fehlen. Aber Nina und ich werden die wohl nicht mehr antreffen können. Aber wir drücken Simone ganz fest die Daumen, dass sie es morgen schaffen wird. Mega. Ich feiere so, was heute passiert ist. Die Bilder sind so toll geworden. Das hat mega Spaß gemacht. Klasse. Für uns geht es jetzt Richtung Plaza Gardens. Da haben wir eine Reservierung. Ich freue mich richtig darauf. Auch wenn man eigentlich so vom allem her gar nichts mehr essen braucht. Aber was Herzhaftes. Ja, was Herzhaftes. Genau, das wollte ich gerade sagen. So bräuchte man jetzt nichts, aber das Herzhafte, das zieht jetzt. Da freue ich mich jetzt drauf. Wir zwingen uns mal hier durch. Also wir haben... Ich habe hier schon in Prina probiert gedreht, deswegen zeige ich euch nur so ein bisschen die Teller, was ich mir hole. Und falls es Hollywood Halloween Specials gibt, dann natürlich die Halloween Specials. Bei den Dessert weiß ich ja schon, dass es das gibt. Und wenn es was Neues gibt, dann das natürlich auch. So, ich würde sagen, ich gehe jetzt mir was holen. Ich habe Hunger. Hunger auf was Deftiges. Eigentlich kein Hunger, aber Lust auf was Deftiges. Sagen wir es so. Meine Vorspeise besteht aus einer kalten Blotte. Und einer Donari-Suppe. Irgendwas mit Blumenkohl scheinbar. Ich probiere es mal. Ich bin ja so ein Beilagenmensch. Ich liebe ja Beilagen. Und ja, die hier, auf die freue ich mich richtig. Mickey Mouse Cheese Ravioli. Ich liebe es. Guten. So, hier noch das Dessert Madame Leota. Ich muss das einfach haben, weil es so schön aussieht. Wir haben gut gegessen und ich kann euch sagen, diese Mickey-Käse-Ravioli, die sind mega, mega gut. Ich hole mir jetzt auch noch ein Popcorn-Bucket für eine Freundin, die mich gefragt hat, ob ich ihr einen mitbringen kann. Danach gehen wir noch in ein Geschäft, da muss ich auch noch was Kleines mitbringen und dann geht es für uns auch schon nach Hause. Popcorn-Buckets sind in Massen da. Eventuell ist es an dem einen oder anderen Stand mal einer ausverkauft. Wir hatten gestern zum Beispiel gesehen, dass Minnie Maus ausverkauft war, da gab es nur Mickey. Aber die werden immer und immer wieder aufgefüllt. Also ich bin da guter Dinge, dass es wirklich viele davon gibt. Wir haben uns von Simone verabschiedet und wir verlassen jetzt auch den Park, also Nina und ich. Gehen aber noch mal ganz kurz ins Disney Village. Dort ist heute Cola Zero unterwegs. Wenn man Glück hat, kann man eine Marvel Superhelden Baseball Cap gewinnen. Und da möchte ich natürlich mein Glück versuchen, falls das dennoch möglich ist. Ja, wir gucken mal. Und ja, ansonsten mega guten Tag ab. Das Wetter. Meine Tasche rutscht von der Schulter. Wir hatten mega gutes Wetter gehabt. Wir haben die Stimmung. Klasse, also so
so schön heute. Die Magie ist noch stärker gewesen als sonst. Also diese Halloween-Season, die bringt mich um den Verstand. Die ist so gut. Schade, dass ich nur einmal da bin jetzt zur Season, aber ja gut. Beim nächsten Mal ist schon Christmas-Season. Freue ich mich auch sehr drauf. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich im Village und gucken, ob wir Glück bei Cola haben. Hier könnt ihr diesen Stand sehen, da könnt ihr Cola probieren und dann bekommt ihr ein Los. Und wenn ihr ein goldenes Los habt, dann habt ihr die Mütze gewonnen. So, ich habe kein Glück gehabt, aber Nina, die hat sie gewonnen. Ich zeige sie euch mal. Moment. So sieht sie von vorne aus und so von innen. Ich finde die richtig cool. Und in den und damit verabschiede ich mich jetzt einfach von euch. Ja, ich hatte einen wirklich tollen Tag. Die Halloween-Season macht so viel Spaß. Ich freue mich jetzt auf mehr. Ich freue mich auf viele Halloween-Wochenenden in verschiedenen Freizeitparks. Es bleibt nicht so schön schaurig wie hier, sondern es wird wirklich gruselig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, uns hier zu begleiten. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt die Glöckchen und schreibt mir doch mal in den Kommentaren, was euch am besten gefallen hätte hier. Eigentlich sind wir schon seit einer guten Stunde auf dem Heimweg. Hat dann doch nicht so geklappt. Die Sache, die uns aber gerade passiert ist, die würde ich euch gerne erzählen. Auf dem Hotelparkplatz wurden wir dann angesprochen und da wurde gefragt, hey Leute, könntet ihr uns überbrücken? Und wir so, ja, wir haben zwar kein Überbrückungskabel dabei, aber wir könnten euch helfen. Die hatten eins dabei, waren Deutsche, Problem. Die standen vorwärts und alle Parkplätze rumherum waren belegt und das Überbrückungskabel hat nicht gepasst. Wir haben dann alles probiert. Die hatten auch so eine kleine Batterie, aber es hat nicht mal geschafft, das Auto irgendwie so ein bisschen annähernd die Batterie zu laden, weil wir wollten dann versuchen, Handbremse raus, zurückrollen und dann mit Ninas Auto zu überbrücken. Aber elektronische Handbremsen, gerade die von VW, habe ich jetzt gelernt, da fahren Kolben aus und die gehen nicht und man kann auch nicht schieben, auch wenn man will. Und genau. Das war dann ein Problem. Und dann kam Security vorbei und ich so, ich frage den jetzt einfach mal, ob der ein längeres Kabel hätte. Und er so, nee, die wir da haben, sind auch die Länge. Aber fragt mal an der Rezeption nach. Die haben bestimmt einen Booster da. Das weiß er, dass das im Hotel gibt. Ja, dann sind die reingegangen, haben gefragt, hey, habt ihr so einen Booster? Und auf einmal kam ein Concierge mit so ein Kofferwagen, hat den Booster da aufgeladen gehabt und hat ihn ans Auto gebracht. Er hat auch gesagt, er darf es nicht dran machen. Müssen wir alles selbst machen. Haben wir natürlich mit vereinten Kräften einen Arzt dran gemacht. Ich habe Anweisungen gegeben, da kann ich gut. Haben wir dann mit vereinten Kräften haben wir das dann geschafft und innerhalb von kürzester Zeit war das Auto an. Lange Rede, kurzer Sinn, was ich euch sagen möchte, falls ihr mal an einem Disney-Hotel seid oder ich denke einfach, egal an welchem Hotel, man kann einfach mal auf die Idee kommen und da fragen und man bleibt mit dem Auto stehen, dann einfach mal an der Rezeption fragen, ob die einen Booster haben, weil sowas passiert doch bestimmt öfter, oder? Ich muss mal gestehen, mir ist sowas tatsächlich auch schon passiert, Sinan und ich, bei einem unserer ersten Besuche, ich glaube, es war sogar unser erster Besuch, da haben wir im Santa Fe geschlafen, ist unser Auto nicht mehr angegangen und wir haben einen ADAC gerufen. Jetzt wüssten wir es besser. Wir wüssten, wir gehen an die Rezeption und fragen nach einem Booster. Wie gesagt, würde ich jetzt tatsächlich, wenn es mir passiert, egal an welchem Hotel, einfach mal machen, weil Fragen kostet nichts und bevor man den ADAC ruft und lange wartet. Just to know, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Falls euch das mal passiert und ihr stecken bleibt, stehen bleibt, weil die Batterie entladen ist, einfach mal nach an der Rezeption fragen. Ja, und jetzt beende ich das Video wirklich, denn wir müssen jetzt nach Hause fahren. Gute Nacht, bis bald, guten Morgen, wann auch immer ihr das Video gesehen habt. Bye, bye.